Hallo meine Lieben, ich bin Irena und liebe Ute fragt und ich denke auch jemand braucht das auch. Vielleicht kannst du ja mal schauen, ob für uns Singles jemanden unterwegs zu uns ist. So, dann schauen wir für euch Single, ob ist jemand unterwegs zu euch. Gleich werden wir schauen. Momentan sehe ich ein deprimierender, mehr deprimierender Mann, der momentan mit seinem Leben nicht ganz klarkommt. Wenn wir sehen, er war enttäuscht und momentan Schritt nach dem Schritt macht er sich wieder. Das ist ein Heilungsprozess, kann man so sagen, weil die vier Schwerter sagt uns, dass er ist momentan im Heilungsprozess, heilt sein Herz. Vorher war er sehr verletzt. Das heißt, dass er alles tut, um wieder in die Ruhe zu kommen, zu sich selbst. Hier auch könnte Meditation sein, irgendwie welche praktische Übungen und so weiter. Sein Herz ist momentan nicht frei. Er ist nicht auf der Suche. Und schaut mal, hier steht auch Geduld haben. Meine Lieben, zu euch Karten sagen Geduld haben. Aber vielleicht kommt doch irgendwie jemand anderer, wenn diese Person nicht bereit ist. Wie sagt man, andere Mütter haben auch schöne Söhne, oder wie sagt man? Hier ist auch irgendwie Verletzungen, neue Wege suchen, Opfer und momentan, ganz ehrlich, ich sehe nur irgendwie welche narzisstische Männer, irgendwie Kindergarten, unreife Männer, die spielen gerne Opfer oder hängen an etwas, haben vielleicht sogar irgendwie schlechte Angewohnheiten. Meine Lieben, ganz ehrlich, muss man andere Frage vielleicht darauf stellen, ob du bist bereit für diese Männer, wie gesagt. Mal schauen. Die nächste Legung werde ich vielleicht machen, ob bist du bereit für einen Mann, weil so wie hier, seht ihr selber, Page, 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 kein richtiger Mann, hier probiert er sein Leben wieder in die Reihe zu bekommen, leider meine Lieben, Enttäuschung, aber schaut mal, eine positive, was gibt. Hier Karten zeigen, diese Karte zeigt, dass er trotzdem ist auf der Suche nach eigenem Glück. Und er findet das. Irgendwann findet er das. Aber leider momentan, Karten zeigen noch nicht, dass er ist bereit, dich zu treffen. Ich frage jetzt noch natürlich, wo bist du gerade? Gleich, meine Lieben, wo bist du gerade? Du bist auch irgendwo in der Vergangenheit, irgendwo in alte Beziehung. Schaut mal, meine Lieben, du hast noch nicht alles hinter dir gelassen. Darum, ich verstehe, wieso er ist nicht bereit, zu dir zu kommen, weil du bist auch noch nicht bereit. Du hast noch nicht Nein gesagt zum alten Leben, zu alte Liebe. Du lebst jetzt momentan vielleicht oder in einer Scheidung oder in einer Konfliktsituation, da wo du selber nicht klarkommst. Okay, meine Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Fragen und ich erwarte neue Fragen von euch. Alles Gute und alles Liebe. Tschüss, Papa, meine Lieben.